Dies ist der Ort, an dem Sri Advaita Acharya residierte, als er nach Vrindavan kam. Er heißt Advaitavat. Er liegt in der Nähe des historischen Madan Mohan Tempel, dem ersten Tempel in Vrindavan, der von Srila Sanatan Goswami erbaut wurde. Als kleiner Junge wurde Advaita Acharya ein großer Gelehrter aller vedischen Literaturen und beschloss, reine Bhakti zu erlangen. Als er noch jung war, verschwanden seine Mutter und sein Vater von dieser Welt und er ging nach Gaya, um die Shraddha-Zeremonie durchzuführen. Auf seiner Pilgerreise nach Gaya traf er Srila Madhavendra Puri, der ihm in die Madhva Sampradaya einweihte. Srila Madhavendra Puri unterrichtete ihn in allem über die süßen Spiele von Vrindavan, insbesondere vom Madhuya-Ras. Er sagte ihm, dass man Zugang zur Süße von Vrindavan erlangen kann, indem man sich immer an Krishna erinnert, seine Spiele hört und chantet und ständig seinen heiligen Namen lobpreist. Danach begann Advaita Acharya zu allen heiligen Städten in ganz Indien zu reisen und kam schließlich nach Vrindavan. Er reiste durch alle 12 Wälder von Vrindavan und kam dann an diesen Ort. Er lebte unter diesem Banyanbaum in Advaitavat. An diesem Ort erschien Sri Advaita Acharya, die Gottheit von Madan Gopal, die später als Madan Mohan bekannt wurde. Er verehrte diese schöne Bildgestalt von Madan Gopal unter diesem Banyanbaum. Advaita Acharya blieb mehrere Tage unter diesem Banyanbaum an diesem Ort. Unter diesem Baum diente er der Gottheit Madan Gopal mit großer Liebe und Hingabe. Er blieb hier und wartete auf die Anweisung des höchsten Herrn, nach Navadvip Dham zurückzukehren, um Lord Chaitanya zu rufen, in dieser Welt zu erscheinen. Als es soweit war, gab er den Madan Gopal Deti zu einem Brahmana in Mathura namens Purushottam Chauvé. Auf Befehl von Lord Chaitanya hin reiste Sanatan Goswami und Rupa Goswami im Jahre 1516 von Puri nach Vrindavan. Und als sie ankamen in Vrindavan, gab es keine Tempel. Es ist die Stadt von Krishnas Jugend. Sie war leer, von offenen Feldern und durch einen tiefen Dschungel bedeckt. Die Geschichte hinter der Entdeckung von Madan Mohan ist besonders faszinierend. Sanatan Goswami hatte einen Traum von einer wunderschönen Bildgestalt Krishnas, die von einem Brahman-Priester in Mathura verehrt wurde. Sanatan dachte, wenn er diese bestimmte Bildgestalt verehren könnte, dann würde es viele Menschen zum Krishna-Bewusstsein anziehen. Und die Bildgestalt sagte zu Sanatan Goswami, bitte komm zu diesem Brahmana und bettel in Mathura und du wirst mich sehen und du kannst mich abholen. Am nächsten Tag ging Sanatan Goswami wie jeden Tag Almosen sammeln. Und an diesem Tag ging er nach Mathura, um diesen Brahmana zu besuchen. Als er diesen Brahmana sah und in sein Haus betrat, sah er genau das, was in seinem Traum in der letzten Nacht passiert ist. Es wurde wirklich Realität, was er sah. Sanatana Goswami blickte auf die schöne Bildgestalt von Madan Mohan, dieselbe Gottheit, die in seinem Traum erschienen war. Er wusste, dass diese Gottheit auf großartige Weise verehrt werden sollte, damit jeder sie sehen könnte. Und er sah, dass diese Bildgestalt Teil der Familie war. Der Brahmana sie verehrte wie sein eigenes Kind. Und die anderen Kinder in der Familie spielten mit dieser Bildgestalt. Als Sanatan Goswami dies sah, belehrte er den Brahmana darüber, dass man diese Bildgestalt pompös verehren müsste mit Regeln und Regulierungen. Und er bat ihm diese Bildgestalt zu übergeben. Aber der Brahmana weigerte sich. Und in der nächsten Nacht hatten beide einen Traum. Der Brahmana
und Sanatan Goswami. In dieser Nacht kam Madan Mohan selbst in einem Traum zu dem Brahmana und bestand darauf, dass er es sich noch einmal überlegen sollte. Er sagte ihm: Du hast so viele Söhne, warum übergibst du mich nicht Sanatan Goswami? Und in derselben Nacht hatte Sanatan Goswami auch einen Traum, wo Madan Mohan, die Bildgestalt, zu ihm sprach: Du kamst und hast in der Familie nun Regeln und Regulierungen eingeführt und das hat mein kindliches Spielen gestört. Nun spielt keiner mehr mit mir und ich habe es gemocht, mit den Kindern zu spielen und Teil dieser Familie zu sein. Am nächsten Morgen darauf hatte sich Sanatan Goswami vorgenommen, sich zu entschuldigen, und er ging wieder zu dem Haus des Brahmanas. Und nun war es so, dass Sanatan Goswami sich entschuldigen wollte, aber gleichzeitig der Brahmana sich auch entschuldigt hat und zu ihm sagte: Bitte nimm doch diese Bildgestalt und verehre sie angemessen. Und Sanatan Goswami sagte, könne ihn nicht nehmen, weil er ihm keine angemessenen Speiseopferung darbringen könnte. Und dann sprach Madan Mohan persönlich zu Sanatan Goswami und sagte ihm, er würde alles annehmen, was er ihm anbieten werde. Sanatana Goswami nahm die Bildgestalt mit sich. Er war sehr glücklich und brachte sie nach Vrindavan auf einen Berg, wo er eine kleine Hütte errichtete und von nun an Madan Mohan täglich verehrte. Und er opferte ihm ein selbstgemachtes Brot aus erbetteltem Mehl und Yamuna-Wasser. Eines Tages bot Sanatan Goswami Madan Mohan die üblichen trockenen Chapatis an und Madan Mohan bat Sanatana um etwas Salz. Sanatana antwortete: Jetzt willst du Salz und morgen willst du Süßigkeiten wollen. Ich habe nicht so viel. Ich muss so viel schreiben. Akzeptier doch einfach bitte diese Chapatis. Nach dieser Begebenheit arrangierte Krishna etwas Wunderbares. Eines Tages kam ein Salzhändler mit einem großen Schiff die Yamuna entlang. Und dieses Schiff blieb in einer Sandbank stecken, direkt gegenüber von diesem Berg, wo Sanatan Goswami Madan Mohan verehrte. Dieser Salzhändler, sein Name war Krishna Das Kapoor, war verzweifelt und fing an zu beten. Und als Sanatan Goswami dies sah, bat er diesen Händler doch, zu seiner Bildgestalt zu beten, zu Madan Mohan zu beten, weil Madan Mohan kann alles verändern, alles verbessern. Er wird auch dir helfen, wenn du zu ihm ernsthaft betest. Dies tat der Händler und kurze Zeit später nach seinem Gebet wurde das Schiff freigelegt und der Händler konnte weiterziehen. Er hatte nämlich das Ziel, er wollte nach Agra weiter hinunter der Yamuna entlang. Und in Agra, einer großen Stadt in der Nähe, wollte er seine ganze Salzladung verkaufen. Er versprach Sanatan Goswami, wenn er nach dem Verkauf wieder zurückkehrte und wieder hier vorbeifahren würde mit seinem Schiff, würde er ihm all das Geld überlassen, was er bekommen hat. Und so war es, dass der Händler zurückkam und Sanatan Goswami sehr, sehr, sehr viel Geld gab. Und mit diesem Geld hat dieser große Goswami dann den Radha Madan Mohan Tempel erbauen. Er wurde 1580 eröffnet und später hat der Sohn von Maharaj Padaparudra noch ein Geschenk gegeben, nämlich ein Deti von Radharani und ein Deti von Lalita. Und seitdem werden sie zusammen an diesem Ort verehrt. Und nicht einmal 100 Jahre später wurden die Detis zum Schutz nach Jaipur gebracht, um sie vor dem Mongol-Kaiser Aurangzeb zu beschützen, der im Jahre 1670 Vrindavan und viele Tempel wie auch diesen zerstörte.